Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bucket Tutorials. In dieser Folge werden wir nun auf JML-Dateien eingehen. Die erste, die wir davon hatten, war ja unsere Plugin.jml-Datei. Und ich erzähle erstmal generell was darüber, weil in einer generellen JML-Datei werden später die Konfigurationseinstellungen des Plugins gespeichert. In einer JML-Datei werden Daten hierarchisch verschachtelt. Man sieht zum Beispiel hier unter Kommandos ist der Eintrag Test. Der Eintrag Test selbst enthält die beiden Einträge Description und Usage. Und genau auf diese Weise kann ich Daten hierarchisch verschachteln. Möchte ich jetzt nun an den Wert von Description rankommen, muss ich zuerst Comments auslesen, danach Test auslesen und danach Descriptions auslesen. Und wir werden in dieser Folge eine config.html-Datei erstellen und der ein paar Werte zuweisen. Und das machen wir in dem Funktionsteil, in dem unser Plugin geladen wird. Das ist unser onEnable-Teil. Wir beginnen erstmal damit, dass wir unsere Konfigurationsdatei nochmal neu laden. Weil es kann ja sein, dass onEnable nicht nur am Server Start aufgerufen wird, sondern auch, wenn der Server neu gestartet wird, beziehungsweise wenn die Plugins neu geladen werden. Und sollte in der Zeit, vom Start bis zum Reload, in der Zeit Änderungen an der config.jml-Datei durchgenommen werden, dann werden die jetzt mit reload-config neu geladen. Und jetzt rufen wir unsere Config auf und fügen wir mal einen Standardwert hinzu. Path kann ein beliebiger Pfad sein, getrennt von Punkten. Jetzt nennen wir ihn mal Pfad Punkt zur Info. Und an Objekten dürfen wir nicht alles übergeben, nur die normalen Datentypen, wie zum Beispiel Integer, Float, Double, Char, String. Was auch möglich ist, sind Listen und Hashmaps. Wer diese Datentypen nicht genau kennt, also eine Liste, ist ganz klar, ja, einfach eine Liste. Wichtig ist, dass die Objekte, die darin gespeichert sind, genauso von der Plugin.jml-Datei verstanden. Wenn ich sage mal Plugin, config.jml-Datei gespeichert werden können. Und Hashmaps, das sind generell eine Hashmap kann mit einem Wörterbuch verglichen werden. Einem Wort ist eine Übersetzung zugeordnet. Aber man kann zwei Wörtern dieselbe Übersetzung zuordnen, also zwei, man sagt hier Schlüsseln, denselben Wert. Aber es kann nie vorkommen, okay, schlechtes Beispiel, es kann vorkommen, dass es ein Schlüssel mehrere Werte hat. Aber generell wird in einer Hashmap einem Schlüssel einen Wert zugeordnet. Wer sich vielleicht noch an den Matheunterricht erinnert, da war es auch so, eine Funktion ordnet einem Wert einen anderen zu. Es ist möglich, dass zwei Werte zum selben Endwert führen, aber es ist ja generell Hashmap bedeutet, ein Wert wird dem anderen zugeordnet. Und wir nehmen da, das ist ganz einfach, wir nehmen den String, Pfad zur Info, das ist unsere Information. Ich schreibe hier die ganze Zeit getConfig, weil die Bucket-Entwickler empfehlen, wirklich immer getConfig zu schreiben. Es sollte möglichst vermieden werden, Config irgendeiner Variable zuzuweisen. In Funktionen, die nicht so lange dauern, wie zum Beispiel unser onEnable-Teil, kann das noch gemacht werden. Aber da sollte es mit Vorsicht gemacht werden. Was gar nicht geht, ist getConfig einer statischen Variable zuzuweisen. Also eine Variable, die ganze Programmlaufzeit über dieselbe bleibt.
Also schreibe ich hier die ganze Zeit getConfig hin. Und jetzt add default. Was nehmen wir denn? Wir werden jetzt die getConfig einigermaßen sinnvoll nutzen. Wir werden nun Zeichenketten, die ständig in unserem Plugin verwendet werden, einfach da drin speichern, sodass wir die nicht jedes Mal verwenden müssen. Momentan haben wir jetzt nur zwei Zeichenketten, aber machen wir erstmal so. Nennen wir den Pfad messages.test, unser Testkommando, .xp. Und darunter, das ist deine Erfahrung. Doppelpunkt. Dasselbe machen wir noch einmal mit Konsole bist du's. Config add default. Messages.test.console, um im Englischen zu bleiben. Konsole bist du es. So. Wichtig ist noch, sobald wir Default-Werte, also Standardwerte hinzufügen wollen, müssen wir noch diesen Befehl eingeben, getConfig.options und copy defaults true. Damit werden dann beim Speichern oder generell bei Änderungen werden Standardwerte noch hinzugefügt. Und das beenden wir mit saveConfig. Und das ist unser onEnable-Teil. Der Config, sollten sie nicht existieren, diese Werte hinzufügt. So. Und wir können natürlich davon ausgehen, dass das vor allen anderen Methoden aufgerufen wird. Deswegen können wir hier getConfig.getString schreiben. Es gibt mehrere get-Methoden, getString, int, double, also für alle primitiven Typen. Und hier geben wir unseren Pfad an. Wichtig ist noch, dass das 0 zurückgegeben wird, sobald etwas nicht gefunden wird. Und hier haben wir unsere Pfad-Messages.test.xp. Dass natürlich 0 zurückgegeben wird, davon gehen wir nicht aus, weil sonst hätte natürlich dieser Teil falsch funktioniert. Also vertrauen wir mal auf die Bucket-API und sagen, das sollte funktionieren, wenn das nicht funktioniert, was sonst. Und getString. messages.test.console speichern, natürlich wieder exportieren. Und na, ich hatte es gerade da. Jetzt warten wir, bis geladen wird. Und jetzt bin ich mir nicht gerade sicher. Ah, er hat schon die config.html-Datei erstellt. Und hier sieht man diese hierarchische Aufteilung der Pfade. Moment, ich werde das mal verdeutlichen. Wir hatten hier Pfad zur Info, immer durch einen Punkt getrennt, und jeder Punkt zeigt, dass wir eine neue Sektion erstellen. Pfad ist die erste Sektion, ist hier zu sehen. Zur ist die zweite Sektion, die darin, und Info die letzte, und die beinhaltet dann auch die Informationen. Unter Messages haben wir jetzt nun Messages Test. Hier unsere Sektion Messages.
darunter die Sektion Test und jeweils XP und Console. Hier XP und hier Console. So. Wenn wir jetzt aber mehr Zeichenketten hier speichern wollen, dann wird das ganz schön unübersichtlich, wenn wir ständig Messages.test. Und so weiter schreiben. Deswegen ist es möglich, dass wir schreiben, Configuration Section nennen wir sie Test Messages gleich. Ja, F muss noch importieren. Gleich erstmal 0. Und jetzt können wir die wunderbare Funktion der Bucket API nutzen, nachdem ich den Editor geschlossen habe. If get config. Is configuration section messages.path. Wenn, dann können wir sicher aus der test messages config.get Configuration Section laden. Das sollte man beim Laden der Configuration Section überprüfen oder generell andere Objekte, ob das wirklich klappt, ob es vorhanden ist und wenn vorhanden, ob es auch der richtige Datentyp ist. Aber ich denke mal, sobald ihr ein Plugin entwickelt, gibt es niemanden, der einfach auf gut Glück an der Config rumspielt. Message.test. Und andernfalls Test Messages werden wir die Section selbst erstellen. Create Section. Messages.test. Und nun können wir Test-Messages die Defaults einfach hinzufügen. Weil unsere Configuration-Section Test-Messages, ich habe es aber heute, das ist nun diese Sektion, in der XP und Konsole gespeichert sind. Bedeutet, wir müssen nicht immer Messages-Test XP oder was auch immer schreiben. Wir können einfach XP schreiben. XP und hier kommt dann hin, das ist deine Erfahrung. Console, dasselbe noch einmal. So, dann können wir das hier streichen. Wenn ich das so sehe, können wir auch die Wertzuweisung streichen, denn es wird ja definitiv ein Wert zugewiesen, egal was eintritt. Unseren Pfad zur Information brauchen wir nicht mehr. Und ich muss gestehen, es sieht etwas größer aus. Auf Dauer ist es aber sicherlich einfacher. Und wir können ja, um es übersichtlicher zu machen, noch die Klammern weglassen. So. Akzeptiert auch das noch. Wir können auch von dieser Sektion eine Untersektion erstellen. Was nehmen wir denn? Test Info gleich Test Messages Punkt Create Section. Wir können eine weitere Untersektion erstellen.
Und unter Testinfo können wir weitere Defaults hinzufügen. Default. Ja, XP zeigt die Erfahrung an. Was hat er denn? Ja. So. At default. Default Console etwas stumpfsinnig, aber es muss irgendwo gemacht werden. So, das Ganze nochmal exportieren. Und dann einen Reload durchführen. Und jetzt mit Node++ starten. Und wir sehen, wir haben durch CreateSection haben wir in dieser Sektion messages.test eine neue Untersektion Info erstellt. Und der haben wir weitere Werte zugewiesen. Und generell kann man so mit der plugin.html-Datei arbeiten. Und man kann natürlich noch bestimmt nicht nur Defaults setzen, man kann auch Werte zuweisen und somit auch andere überschreiben oder auch bestimmte Dinge löschen. Und ich schreibe nochmal hier unseren Pfad, der Pfad zur Information ist ja drin. Und dann sagen wir, es ist jetzt die neueste Version unseres Plugins. Und das braucht Pfad zur Information gar nicht mehr. Normalerweise gibt es so viele Get-Methoden, mit denen man alle möglichen Datentypen kriegen kann, aber es gibt nur eine Set-Methode. Es war Pfad zur Information. Und geben wir 0 als Argument an, wird das Ganze gelöscht. Der ganze Pfad wird gelöscht. Also natürlich nur Pfad zur Information. Diese Sektion wird gelöscht. Der Rest nicht. Und wir fügen einen Reload an. Und öffnen die Config-Datei. Okay. Ich scheine mich wohl verschrieben zu haben. Pfad zur Information. Ja, Pfad zur Info war es. So. Ich wette, ihr habt das vor mir gesehen. Und jetzt noch einmal. Und Pfad zur ist noch da, aber Info ist nicht mehr da. Also das Ganze ist nur noch eine leere Sektion. Und wir können natürlich auch den ganzen Pfad löschen. Das kann manchmal sinnvoller sein, weil ich gerade den Sinn nicht unbedingt so sehe. Ein Reload. Und es wurde modified, ja. Und wir haben unseren Pfad gelöscht, den wir nicht mehr gebraucht haben. Gut. Und man kann hier natürlich sagen, unter der Vorbedingung, wir haben hier keine Defaults gesetzt, kann man natürlich hier zu getString noch einen weiteren Default setzen. Wir nehmen jetzt englische Version, this is your XP. So, dasselbe nochmal hier. Is this you? Console. So.
Und dieses zweite Argument beschreibt den Wert, der zurückgegeben wird, wenn messages.test.console zum Beispiel nicht gefunden wird. Das wird natürlich zu 100% gefunden, da wir es hier oben in Default gesetzt haben. Dann strukturieren wir das noch ein bisschen. So, das passt. Jetzt kann das natürlich nützlich sein. Wir können da echt die Defaults ersetzen. Wir müssen zum Beispiel den ganzen Aufwand hier nicht mitmachen. Wir können einfach an den richtigen Stellen die Sachen hinschreiben. Nur, wenn es an mehreren Stellen im Programm verwendet wird, wäre es auch nervig, das überall als Standardwert der Funktion zu übergeben. Und würde sich das ändern, dann müsste man es über ein Programm ändern. Genau dafür ist ja die Plugin.html-Datei da, dass man solche Sachen darin speichert. Und wir können natürlich nicht nur Zeichenketten speichern, wir können natürlich auch andere Werte darin speichern, aber dazu in den kommenden Folgen. Bis bald, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann lasst einen Daumen nach oben da und schreibt einen netten Kommentar. Oh, ich reime. Okay, mir scheint es nicht gut zu gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.